Der Pokal. Vom großen Dom erscholl das vormittägige Geläute. Über den weiten Platz wandelten in verschiedenen Richtungen Männer und Weiber, Wagen fuhren vorüber und Priester gingen nach ihren Kirchen. Ferdinand stand auf der breiten Treppe, den Wandelnden nachsehend und diejenigen betrachtend, welche heraufstiegen, um den Hochamte beizuwohnen. Der Sonnenschein glänzte auf den weißen Steinen. Alles suchte den Schatten gegen die Hitze. Nur er stand schon so lange sinnend an einem Pfeiler gelehnt, in den brennenden Strahlen, ohne sie zu fühlen, denn er verlor sich in den Erinnerungen, die in seinem Gedächtnis aufstiegen. Er dachte seinem Leben nach und begeisterte sich an dem Gefühl, welches sein Leben durchdrungen und alle anderen Wünsche in ihm ausgelöscht hatte. In derselben Stunde stand er hier im vorigen Jahre, um Frauen und Mädchen zur Messe kommen zu sehen. Mit gleichgültigen Herzen und lächelnden Augen hatte er die mannigfaltigen Gestalten betrachtet. Mancher holde Blick war ihm schalkhaft begegnet und manche jungfräuliche Wange war errötet. Sein spähendes Auge sah den niedlichen Füßchen nach, wie sie die Stufen heraufschritten und wie sich das schwebende Gewand mehr oder weniger verschob, um die feinen Knöchel zu enthüllen. Da kam über den Markt eine jugendliche Gestalt, in Schwarz, schlank und edel, die Augen sittsam vor sich hingeheftet, unbefangen schwebte sie die Erhöhung hinauf mit lieblicher Anmut. Das seidene Gewand legte sich um den schönsten Körper und wiegte sich wie in Musik um die bewegten Glieder. Jetzt wollte sie den letzten Schritt tun und von ungefähr hob sich das Auge und traf mit dem blauesten Strahle in seinen Blick. Er ward wie von einem Blitz durchdrungen. Sie strauchelte, und so schneller er auch hinzusprang, konnte er doch nicht verhindern, dass sie nicht kurze Zeit in der reizendsten Stellung kniend vor seinen Füßen lag. Er hob sie auf. Sie sah ihn nicht an, sondern war ganz röte, antwortete auch nicht auf seine Frage, ob sie sich beschädigt habe. Er folgte ihr in die Kirche und sah nur das Bildnis, wie sie vor ihm gekniet und der schönste Busen ihm entgegengewogt. Am folgenden Tage besuchte er die Schwelle des Tempels wieder. Die Stätte war ihm geweiht. Er hatte abreisen wollen, seine Freunde erwarteten ihn ungeduldig in seiner Heimat. Aber von nun an war hier sein Vaterland, sein Herz war umgewendet. Er sah sie öfter, sie vermied ihn nicht, doch waren es nur einzelne und gestohlene Augenblicke. Denn ihre reiche Familie bewachte sie genau, noch mehr ein angesehener, eifersüchtiger Bräutigam. Sie gestanden sich ihre Liebe, wussten aber keinen Rat in ihrer Lage, denn er war fremd und konnte seiner Geliebten kein so großes Glück anbieten, als sie zu erwarten berechtigt war. Da fühlte er seine Armut. Doch wenn er an seine vorige Lebensweise dachte, dünkte er sich überschwänglich reich, denn sein Dasein war geheiligt. Sein Herz schwebte immer da in der schönsten Rührung. Jetzt war ihm die Natur befreundet und ihre Schönheit in seinen Sinnen offenbar. Er fühlte sich der Andacht und Religion nicht mehr fremd und betrat dieselbe Schwelle, das geheimnisvolle Dunkel des Tempels, jetzt mit ganz anderen Gefühlen als in jenen Tagen des Leichtsinns. Er zog sich von seinen Bekanntschaften zurück und lebte nur der Liebe. Wenn er durch ihre Straße ging und sie nur am Fenster sah, war er für diesen Tag glücklich. Er hatte sie in der Dämmerung des Abends oftmals gesprochen. Ihr Garten stieß an den eines Freundes, der aber sein Geheimnis nicht wusste. So war ein Jahr vorübergegangen. All diese Szenen seines neuen Lebens zogen wieder durch sein Gedächtnis. Er erhob seinen Blick. Da schwebte die edle Gestalt schon über den Platz. Sie leuchtete ihm wie eine Sonne aus der verworrenen Menge hervor. Ein lieblicher Gesang ertönte in seinem sehnsüchtigen Herzen und er trat, wie sie sich annäherte, in die Kirche zurück. Er hielt ihr das geweihte Wasser entgegen. Ihre weißen Finger zitterten, als sie die seinigen berührte. Sie neigte sich holdselig. Er folgte ihr nach und kniete in ihrer Nähe. Sein ganzes Herz zerschmolz in Wehmut und Liebe. Es dünkte ihm, als wenn er aus den Wunden der Sehnsucht sein Wesen in andächtigen Gebeten dahinblutete. Jedes Wort des Priesters durchschauerte ihn. Jeder Ton der Musik goss Andacht in seinen Busen. Seine Lippen bebten, als die Schöne das Kruzifix ihres Rosenkranzes an den brünstigen roten Mund drückte. Wie hatte er ehemals diesen Glauben und diese Liebe so gar nicht begreifen können? Da erhob der Priester die Hostie und die Glocke schallte. Sie neigte sich demütiger und bekreuzte ihre Brust, und wie ein Blitz schlug es durch all seine Kräfte und Gefühle.
und das Altarbild dünkte ihm lebendig und die farbige Dämmerung der Fenster wie ein Licht des Paradieses. Tränen strömten reichlich aus seinen Augen und linderten die verzehrende Inbrunst seines Herzens. Der Gottesdienst war geendigt. Er bot ihr wieder den Weihbrunnen. Sie sprachen einige Worte und sie entfernte sich. Er blieb zurück, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Er sah ihr nach, bis der Saum ihres Kleides um die Ecke verschwand. Da war ihm wie dem müden, verirrten Wanderer, dem im dichten Walde der letzte Schein der untergehenden Sonne erlischt. Er erwachte aus seiner Träumerei, als ihm eine alte dürre Hand auf die Schulter schlug und ihn jemand beim Namen nannte. Er fuhr zurück und erkannte seinen Freund, den mürrischen Albert, der von allen Menschen sich zurückzog und dessen einsames Haus nur dem jungen Ferdinand geöffnet war. »Seid ihr unserer Abrede schon eingedenk?« fragte die heisere Stimme. »Oh ja«, antwortete Ferdinand, »und werdet ihr euer Versprechen heute noch halten?« »Noch in dieser Stunde«, antwortete jener, »wenn ihr mir folgen wollt.« Sie gingen durch die Stadt und in einer abgelegenen Straße in ein großes Gebäude. »Heute«, sagte der Alte, »müsst ihr euch schon mit mir in das Hinterhaus bemühen, in mein einsamstes Zimmer, damit wir nicht gestört werden.« Sie gingen durch viele Gemächer, dann über einige Treppen. Gänge empfingen sie, und Ferdinand, der das Haus zu kennen glaubte, musste sich über die Menge der Zimmer sowie über die seltsame Einrichtung des weitläufigen Gebäudes verwundern. Noch mehr aber darüber, dass der Alte, welcher unverheiratet war, der auch keine Familie hatte, es allein mit einem einzigen Bedienten bewohnte und niemals an Fremde von dem überflüssigen Raume hatte vermieten wollen. Aber Albert schloss endlich auf und sagte, »Nun sind wir zur Stelle.« Ein großes, hohes Zimmer empfingen sie, das mit rotem Damast ausgeschlagen war, den goldenen Leisten einfassten, die Sessel waren von dem nämlichen Zeuge und durch rote, schwerseitene Vorhänge, welche niedergelassen waren, schimmerte ein purpurnes Licht. »Verweilt einen Augenblick«, sagte der Alte, indem er in ein anderes Gemach ging. Ferdinand betrachtete indes einige Bücher, in welchen er fremde und unverständliche Charaktere, Kreise und Linien nebst vielen wunderlichen Zeichnungen fand, und nach dem wenigen, was er lesen konnte, schienen es alchemistische Schriften. Er wusste auch, dass der Alte im Rufe eines Goldmachers stand. Eine Laute lag auf dem Tische, welche seltsam mit Perlmutter und farbigen Hölzern ausgelegt war und in glänzenden Gestalten Vögel und Blumen darstellte. Der Stern in der Mitte war ein großes Stück Perlmutter, auf das kunstreichste in vielen durchbrochenen Zirkelfiguren, fast wie die Fensterrose einer gotischen Kirche ausgearbeitet. »Ihr betrachtet da mein Instrument«, sagte Albert, welcher zurückkehrte. »Es ist schon 200 Jahre alt und ich habe es als Andenken meiner Reise aus Spanien mitgebracht. Doch lasst das alles und setzt euch.« Sie setzten sich an den Tisch, der ebenfalls mit einem roten Teppich bedeckt war, und der Alte stellte etwas Verhülltes auf die Tafel. »Aus Mitleid gegen eure Jugend«, fing er an, »habe ich euch neulich versprochen, euch zu wahrsagen, ob ihr glücklich werden könnt oder nicht. Und dieses Versprechen will ich in gegenwärtiger Stunde lösen, ob ihr gleich die Sache neulich nur für einen Scherz halten wolltet. Ihr dürft euch nicht entsetzen, denn was ich vorhabe, kann ohne Gefahr geschehen, und weder furchtbare Zitationen sollen von mir vorgenommen werden, noch soll euch eine grässliche Erscheinung erschrecken. Die Sache, die ich versuchen will, kann in zweien Fällen misslingen. Wenn ihr nämlich nicht so wahrhaft liebt, als ihr mich habt wollen glauben machen, dann ist meine Bemühung umsonst und es zeigt sich gar nichts. Oder dass ihr das Orakel stört und durch eine unnütze Frage oder ein hastiges Auffahren vernichtet, indem ihr euren Sitz verlasst und das Bild zertrümmert. Ihr müsst mir also versprechen, euch ganz ruhig zu verhalten.« Ferdinand gab das Wort, und der Alte wickelte aus den Tüchern das, was er mitgebracht hatte. Es war ein goldener Pokal von sehr künstlicher und schöner Arbeit. Um den breiten Fuß lief ein Blumenkranz mit Myrten und verschiedenem Laube und Früchten gemischt, erhaben ausgeführt mit matten oder klarem Golde.
ein ähnliches Band, aber reicher, mit kleinen Figuren und fliehenden wilden Tierchen, die sich vor den Kindern fürchteten oder mit ihnen spielten, zog sich um die Mitte des Bechers. Der Kelch war schön gewunden, er bog sich oben zurück, den Lippen entgegen, und inwendig funkelte das Gold mit roter Glut. Der Alte stellte den Becher zwischen sich und dem Jüngling und winkte ihn näher. »Fühlt ihr nicht etwas?« sprach er, »wenn euer Auge sich in diesem Glanz verliert.« »Ja«, sagte Ferdinand, »dieser Schein spiegelt in mein Inneres hinein. Ich möchte sagen, ich fühle ihn wie einen Kuss in meinem sehnsüchtigen Busen.« »So ist es recht«, sagte der Alte. »Nun lasst eure Augen nicht mehr herumschweifen, sondern haltet sie fest auf den Glanz dieses Goldes und denkt so lebhaft wie möglich an eure Geliebte.« Beide saßen eine Weile ruhig und schauten vertieft den leuchtenden Becher an. Bald aber fuhr der Alte mit stummer Gebärde, erst langsam, dann schneller, endlich in eilender Bewegung mit streichendem Finger um die Glut des Pokals in ebenmäßigen Kreisen hin. Dann hielt er wieder inne und legte die Kreise von der anderen Seite. Als er eine Weile dies beginnend fortgesetzt hatte, glaubte Ferdinand Musik zu hören. Aber es klang wie draußen in einer fernen Gasse, doch bald kamen die Töne näher, sie schlugen lauter und lauter an, sie zitterten bestimmter durch die Luft und es blieb ihm endlich kein Zweifel, dass sie aus dem Innern des Bechers hervorquollen. Immer stärker ward die Musik und von so durchdringender Kraft, dass des Jünglings Herz erzitterte und ihm die Tränen in die Augen stiegen. Eifrig fuhr die Hand des Alten in verschiedenen Richtungen über die Mündung des Bechers und es schien, als wenn Funken aus seinen Fingern fuhren und zuckend gegen das Gold leuchtend und klingend zersprangen. Bald mehrten sich die glänzenden Punkte und folgten, wie auch dem Faden gereiht, der Bewegung seines Fingers hin und wieder. Sie glänzten von verschiedenen Farben und drängten sich allgemach dichter und dichter aneinander, bis sie in Linien zusammenschossen. Nun schien es, als wenn der Alte in der roten Dämmerung ein wundersames Netz über das leuchtende Gold legte, denn es zog nach Willkür die Strahlen hin und wieder und verwebte mit ihnen die Öffnung des Pokals. Sie gehorchten ihm und blieben einer Bedeckung ähnlich liegen, indem sie hin und wieder webten und in sich selber schwankten. Als sie so gefesselt waren, beschrieb er wieder die Kreise um den Rand. Die Musik sank wieder zurück und wurde leiser und leiser, bis sie nicht mehr zu vernehmen war. Das leuchtende Netz zitterte wie beängstigt. Es brach in zunehmenden Schwanken und die Strahlen regneten tropfend in den Kelch, doch aus den Niedertropfenden erhob sich wie eine rötliche Wolke, die sich in sich selbst in vielfachen Kreisen bewegte und wie Schaum über der Mündung schwebte. Ein hellerer Punkt schwang sich mit der größten Schnelligkeit durch die wolkigen Kreise. Da stand ein Gebild, und wie ein Auge schaute es plötzlich aus dem Duft, wie goldene Locken floss und ringelte es oben, und alsbald ging ein sanftes Erröten in den wankenden Schatten auf und ab, und Ferdinand erkannte das lächelnde Angesicht seiner Geliebten, die blauen Augen, die zarten Wangen, den lieblich roten Mund. Das Haupt schwankte hin und her, hob sich deutlicher und sichtbarer auf dem schlanken weißen Halse hervor und neigte sich zu dem entzückten Jüngling hin. Der Alte beschrieb immer noch die Kreise um den Becher, und heraus traten die glänzenden Schultern, und so wie sich die liebliche Bildung aus dem goldenen Bett mehr hervordrängte und holdselig hin und wieder wiegte, so erschienen nun die beiden zarten, gewölbten und getrennten Brüste, auf deren Spitze die feinste Rosenknospe mit süß verhüllter Röte schimmerte. Ferdinand glaubte, den Atem zu fühlen, indem das geliebte Bild wogend zu ihm neigte und ihn fast mit den brennenden Lippen berührte. Er konnte sich im Taumel nicht mehr bewältigen, sondern drängte sich mit einem Kusse an den Mund und wähnte, die schönen Arme zu fassen und die nackte Gestalt ganz aus dem goldenen Gefängnis zu heben. Alsbald durchfuhr ein starkes Zittern das liebliche Bild, wie in tausend Linien brach das Haupt und der Leib zusammen, und eine Rose lag am Fuß des Pokals, aus deren Röte noch das süße Lächeln schien. Sehnsüchtig ergriff sie Ferdinand, drückte sie an seinen Mund und in sein brennenden Verlangen verwelkte sie und war in Luft zerflossen. »Du hast schlecht dein Wort gehalten«, sagte der Alte verdrießlich. »Du kannst dir nur selber die Schuld beimessen.« Er verhüllte seinen Pokal wieder, zog die Vorhänge auf und eröffnete ein Fenster. Das helle Tageslicht brach herein und Ferdinand verließ wehmütig und mit vielen Entschuldigungen den murrenden Alten. Er eilte bewegt durch die Straßen der Stadt,
Vor dem Tore setzte er sich unter den Bäumen nieder. Sie hatte ihm am Morgen gesagt, dass sie mit einigen Verwandten abends über Land fahren müsse. Bald saß, bald wanderte er liebetrunken im Walde. Immer sah er das holdselige Bild, wie es mehr und mehr aus dem glühenden Golde quoll. Jetzt erwartete er, sie herausschreiten zu sehen im Glanz ihrer Schönheit. Und dann zerbrach die schönste Form vor seinen Augen, und er zürnte mit sich, dass er durch seine rastlose Liebe und die Verwirrung seiner Sinne das Bildnis und vielleicht sein Glück zerstört habe. Als nach der Mittagsstunde der Spaziergang sich allgemach mit Menschen füllte, zog er sich tiefer in das Gebüsch zurück. Spähend behielt er aber die ferne Landstraße im Auge, und jeder Wagen, der durch das Tor kam, wurde aufmerksam von ihm geprüft. Es näherte sich dem Abende. Rote Schimmer warf die untergehende Sonne. Da flog aus dem Tor der reiche, vergoldete Wagen, der feurig im Abendglanze leuchtete. Er eilte hinzu. Ihr Auge hatte schon das seinige gesucht. Freundlich und lächelnd lehnte sie den glänzenden Busen aus dem Schlage. Er fing ihren liebevollen Gruß und Wink auf. Jetzt stand er neben dem Wagen. Ihr voller Blick fiel auf ihn. Und indem sie sich weiterfahrend wieder zurückzog, flog die Rose, welche ihren Busen zierte, heraus und lag zu seinen Füßen. Er hob sie auf und küsste sie, und ihm war, als weissage sie ihm, dass er seine Geliebte nicht wiedersehen würde, dass nun sein Glück auf immer zerbrochen sei. Auf und ab lief man die Treppen, das ganze Haus war in Bewegung, alles machte Geschrei und Lärmen zum morgenden großen Feste. Die Mutter war am tätigsten sowie am freudigsten. Die Braut ließ alles geschehen und zog sich ihrem Schicksale nachsinnend in ihr Zimmer zurück. Man erwartete noch den Sohn, den Hauptmann mit seiner Frau und zwei ältere Töchter mit ihren Männern. Leopold, ein jüngerer Sohn, war mutwillig beschäftigt, die Unordnung zu vermehren, den Lärmen zu vergrößern und alles zu verwirren, indem er alles zu betreiben schien. Agathe, seine noch unverheiratete Schwester, wollte ihn zur Vernunft bringen und dahin bewegen, dass er sich um nichts kümmere und nur die anderen in Ruhe lasse. Aber die Mutter sagte: »Störe ihn nicht in seiner Torheit, denn heute kommt es auf etwas mehr oder weniger nicht an. Nur darum bitte ich euch alle, da ich schon auf so viel zu denken habe, dass ihr mich nicht irgendetwas behelligt, was ich nicht höchst nötig erfahren muss. Ob sie Porzellan zerbrechen, ob einige silberne Löffel fehlen, ob das Gesinde der fremden Scheiben entzwei schlägt, mit solchen Possen ärgert mich nicht, dass ihr sie mir wieder erzählt. Sind diese Tage der Unruhe vorüber, dann wollen wir Rechnung halten.« »Recht so, Mutter«, sagte Leopold. »Das sind Gesinnung eines Regenten würdig. Wenn auch einige Mägde den Hals brechen, der Koch sich betrinkt und den Schornstein anzündet, der Kellermeister vor Freude den Malvasier auslaufen oder aussaufen lässt, sie sollen von dergleichen Kindereien nichts erfahren. Es müsste denn sein, dass ein Erdbeben das Haus umwürfe, Liebste. Das ließe sich unmöglich verhehlen.« »Wann wird er doch einmal klüger werden?« sagte die Mutter. »Was werden nur deine Geschwister denken, wenn sie dich ebenso unklug wiederfinden, als sie dich vor 2 Jahren verlassen haben?« »Sie müssen meinen Charakter Gerechtigkeit widerfahren lassen«, antwortete der lebhafte Jüngling, »dass ich nicht so wandelbar bin wie Sie oder Ihre Männer, die sich in wenigen Jahren so sehr, und zwar nicht zu Ihrem Vorteile, verändert haben.« Jetzt trat der Bräutigam zu ihnen und fragte nach der Braut. Die Kammerjungfer ward geschickt, sie zu rufen. »Hat Leopold Ihnen, liebe Mutter, meine Bitte vorgetragen?« fragte der Verlobte. »Dass ich nicht wüsste«, sagte diese, »in der Unordnung hier im Hause kann man keinen vernünftigen Gedanken fassen.« Die Braut trat herzu und die jungen Leute begrüßten sich mit Freuden. »Die Bitte, deren ich erwähnte«, fuhr dann der Bräutigam fort, »ist, dass Sie es nicht übel deuten mögen, wenn ich Ihnen noch einen Gast in Ihr Haus führe, das für diese Tage nur schon zu sehr besetzt ist.« »Sie wissen es selbst«, sagte die Mutter, »dass, so geräumig es auch ist, sich schwerlich noch Zimmer einrichten lassen.« »Doch«, rief Leopold, »ich habe schon zum Teil dafür gesorgt, ich habe die große Stube im Hinterhause aufräumen lassen.« »Ei, die ist nicht anständig genug«, sagte die Mutter, »seit Jahren ist sie fast nur noch zur Polterkammer gebraucht.« »Prächtig ist sie hergestellt«, sagte Leopold, »und der Freund, für den sie bestimmt ist, sieht auch auf dergleichen nicht, denn es ist nur, um unsere Liebe zu tun. Auch hat er keine Frau und befindet sich gern in der Einsamkeit, so dass sie ihm gerade recht sein wird. Wir haben Mühe genug gehabt, ihm zuzureden und ihn wieder unter Menschen zu bringen.« »Doch wohl nicht euer trauriger Goldmacher und Geisterbanner?« fragte Agathe. »Kein anderer als der«,
erwiderte der Bräutigam, wenn Sie ihn einmal so nennen wollen. Dann erlauben Sie es nur nicht, liebe Mutter, fuhr die Schwester fort. Was soll ein solcher Mann in unserem Hause? Ich habe ihn einige Mal mit Leopold über die Straße gehen sehen, und mir ist vor seinem Gesicht bange geworden. Auch besucht der alte Sünder fast niemals die Kirche. Er liebt weder Gott noch Menschen, und es bringt keinen Segen, dergleichen Ungläubige bei so feierlicher Gelegenheit unter das Dach einzuführen. Wer weiß, was daraus entstehen kann. Wie du nun sprichst, sagte Leopold entzürnt. Weil du ihn nicht kennst, so verurteilst du ihn. Und weil dir seine Nase nicht gefällt und er auch nicht mehr jung und reizend ist, so muss er deinem Sinne nach ein Geisterbanner und verruchter Mensch sein. Gewähren Sie, teure Mutter, sagte der Bräutigam, unserem alten Freunde ein Plätzchen in unserem Hause und lassen Sie ihn an unserer allgemeinen Freude teilnehmen. Er scheint, liebe Schwester Agathe, viel Unglück erlebt zu haben, welches ihn misstrauisch und menschenfeindlich gemacht hat. Er vermeidet alle Geschäfte und macht nur eine Ausnahme mit mir und Leopold. Ich habe ihm viel zu danken. Er hat zuerst meinem Geiste eine bessere Richtung gegeben. Ja, ich kann sagen, er allein hat mich vielleicht der Liebe meiner Juli würdig gemacht. Mir borgt er alle Bücher, fuhr Leopold fort. Und was mehr sagen will, alte Manuskripte, und was noch mehr sagen will, Geld. Auf mein bloßes Wort, er hat die christliche Gesinnung, Schwesterchen. Und wer weiß, wenn du ihn näher kennenlernst, ob du nicht deine Sprödigkeit fahren lässest und dich in ihn verliebst, so hässlich er dir jetzt auch vorkommt. Nun, so bringen sie ihn uns, sagte die Mutter. Ich habe schon so viel aus Leopolds Munde von ihm hören müssen, dass ich neugierig bin, seine Bekanntschaft zu machen. Nun müssen Sie es verantworten, dass wir ihm keine bessere Wohnung geben können. Indes kamen Reisende an. Es waren die Mitglieder der Familie, die verheirateten Töchter, so wie der Offizier, brachten ihre Kinder mit. Die gute Alte freute sich, ihre Enkel zu sehen. Alles war Bewillkommung und frohes Gespräch, und als der Bräutigam und Leopold auch ihre Grüße empfangen und abgelegt hatten, entfernten sie sich, um ihren alten, mürrischen Freund aufzusuchen. Dieser wohnte die meiste Zeit des Jahres auf dem Lande, eine Meile von der Stadt, aber eine kleine Wohnung behielt er sich auch in einem Garten vor dem Tore. Hier hatten ihn zufälligerweise die beiden jungen Leute kennengelernt. Sie trafen ihn jetzt auf einem Kaffeehause, wohin sie sich bestellt hatten. Da es schon Abend geworden war, begaben sie sich nach einigen Gesprächen in das Haus zurück. Die Mutter nahm den Fremden sehr freundschaftlich auf. Töchter hielten sich etwas entfernt, besonders war Agathe schüchtern und vermied seine Blicke sorgfältig. Nach den ersten allgemeinen Gesprächen war das Auge des Alten aber unverwandt auf die Braut gerichtet, welche später zur Gesellschaft getreten war. Er schien entzückt und man bemerkte, dass er eine Träne heimlich abzutrocknen suchte. Der Bräutigam freute sich an seiner Freude und als sie nach einiger Zeit abseits am Fenster standen, nahm er die Hand des Alten und fragte ihn: »Was sagen Sie von meiner geliebten Julie? Ist sie nicht ein Engel?« »Oh, mein Freund«, erwiderte der Alte ungerührt, »eine solche Schönheit und Anmut habe ich noch niemals gesehen. Oder sollte ich vielmehr sagen, denn dieser Ausdruck ist unrichtig, sie ist so schön, so bezaubernd, so himmlisch, dass mir ist, als hätte ich sie längst gekannt, als wäre sie so fremd, sie mir ist das vertrauteste Bild meiner Imagination, das meinem Herzen stets einheimisch gewesen.« »Ich verstehe Sie«, sagte der Jüngling. »Ja, das wahrhaft Schöne, Große und Erhabene, so wie es uns im Erstaunen und Verwunderung setzt, überrascht uns doch nicht als etwas Fremdes, Unerhörtes und nie Gesehenes, sondern unser eigenstes Wesen wird uns in solchen Augenblicken klar. Unsere tiefsten Erinnerungen werden erweckt und unsere nächsten Empfindungen lebendig gemacht.« Beim Abendessen nahm der Fremde an den Gesprächen nur wenigen Anteil. Sein Blick war unverwandt auf die Braut geheftet, sodass diese endlich verlegen und ängstlich wurde. Der Offizier erzählte von einem Feldzuge, dem er beigewohnt hatte, der reiche Kaufmann sprach von seinen Geschäften und der schlechten Zeit und der Gutbesitzer von den Verbesserungen, welche er in seiner Landwirtschaft angefangen hatte. Nach Tische empfahl sich der Bräutigam, um zum letzten Mal in seine einsame Wohnung zurückzukehren, denn künftig sollte er mit seiner Jungfrau im Hause der Mutter wohnen. Ihre Zimmer waren schon eingerichtet. Die Gesellschaft zerstreute sich und Leopold führte den Fremden nach seinem Gemach. »Ihr entschuldigt es wohl«, fing er auf dem Gange an, »dass ihr etwas entfernt hausen müsst und nicht so bequem, als die Mutter wünscht, aber ihr seht selbst, wie zahlreich unsere Familie ist, und morgen kommen noch andere Verwandte. Wenigstens werdet ihr uns nicht entlaufen können, denn ihr findet euch gewiss nicht aus dem weitläufigen Gebäude heraus.«
Sie ging noch durch einige Gänge. Endlich entfernte sich Leopold und wünschte gute Nacht. Der Bediente stellte zwei Wachskerzen hin, fragte, ob er den Fremden entkleiden solle. Und da dieser jede Bedingung verbat, zog sich jener zurück und er befand sich allein. »Wie muss es mir denn begegnen?« sagte er, indem er auf und nieder ging, »dass jenes Bildnis so lebhaft heute aus meinem Herzen quillt. Ich vergaß die ganze Vergangenheit und glaubte, sie selbst zu sehen. Ich war wieder jung und ihr Ton erklang wie damals. Mir dünkte, ich sei aus einem schweren Traum erwacht, aber nein, jetzt bin ich erwacht und die holde Täuschung war nur ein süßer Traum.« Er war zu unruhig, um zu schlafen. Er betrachtete einige Zeichnungen an den Wänden und dann das Zimmer. »Heute ist mir alles so bekannt«, rief er aus. »Könnte ich mich doch fast täuschen, dass ich mir einbildete, dieses Haus und dieses Gemach seien mir nicht fremd.« Er suchte seine Erinnerungen anzuknüpfen und hob einige große Bücher auf, welche in der Ecke standen. Als er sie durchblättert hatte, schüttelte er mit dem Kopfe. Ein Lautenfutteral lehnte an die Mauer. Er eröffnete es und nahm ein altes, seltsames Instrument heraus, das beschädigt war und dem Saiten fehlten. »Nein, ich irre mich nicht«, rief er bestürzt. »Diese Laute ist zu kenntlich. Es ist die spanische meines längst verstorbenen Freundes Albert. Dort stehen seine magischen Bücher. Dies ist das Zimmer, in welchem er mir jenes holdselige Orakel erwecken wollte. Verblichen ist die Röte des Teppichs, die goldene Einfassung ermattet, aber wundersam lebhaft ist alles, alles aus jenen Stunden in meinem Gemüt. Darum schauerte mir, als ich hierher ging, auf jenen langen, verwickelten Gängen, welche mich Leopold führte. O Himmel, hier auf diesem Tische stieg das Bildnis quellend hervor und wuchs auf, wie von der Röte des Goldes getränkt und erfrischt. Dasselbe Bild lachte mich hier an, welches mich heute Abend dort im Saale fast wahnsinnig gemacht hat. In jenem Saale, in welchem ich so oft mit Albert in vertrauten Gesprächen auf- und niederwandelte.« Er entkleidete sich, schlief aber nur wenig. Am Morgen stand er früh wieder auf und betrachtete das Zimmer von Neuem. Er eröffnete das Fenster und sah dieselben Gärten und Gebäude vor sich wie damals, nur waren indes viele neue Häuser hinzugebaut worden. 40 Jahre sind seitdem verschwunden«, seufzte er, »und jeder Tag von damals enthielt längeres Leben als der ganze übrige Zeitraum.« Er ward wieder zur Gesellschaft gerufen. Der Morgen verging unter mannigfalten Gesprächen. Endlich trat die Braut in seinem Schmucke herein. So wie der Alte ihrer ansichtig ward, geriet er wie außer sich, so dass keinem in der Gesellschaft seine Bewegung entging. Man begab sich zur Kirche und die Trauung ward vollzogen. Als sich alle wieder am Hause befanden, fragte Leopold seine Mutter, »Nun, wie gefällt Ihnen unser Freund, der gute mürrische Alte?« »Ich habe in mir«, antwortete diese, »nach euren Beschreibungen viel abschreckender gedacht. Er ist sehr mild und teilnehmend, man könne ein rechtes Zutrauen zu ihm gewinnen.« »Zutrauen?« rief Agathe aus. »Zu diesen fürchterlich brennenden Augen, diesen tausendfachen Runzeln, dem blassen, eingekniffenen Mund und diesem seltsamen Lachen, das so höhnisch klingt und aussieht? Nein, Gott bewahr mich vor solchen, Freunde. Wenn böse Geister sich in Menschen verkleiden wollen, müssen sie eine solche Gestalt annehmen.« »Wahrscheinlich doch eine jüngere und reizendere«, antwortete die Mutter. »Aber ich kenne auch diesen guten Alten in deiner Beschreibung nicht wieder. Man sieht, dass er von heftigem Temperament ist und sich gewöhnt hat, all seine Empfindungen in sich zu verschließen. Er mag, wie Leopold sagt, viel Unglück erlebt haben. Daher ist er misstrauisch geworden und hat jene einfache Offenheit verloren, die hauptsächlich nur den Glücklichen eigen ist.« Ihr Gespräch wurde unterbrochen, weil die übrige Gesellschaft hinzutrat. Man ging zur Tafel und der Fremde saß neben Agathe und dem reichen Kaufmanne. Als man anfing, die Gesundheiten zu trinken, rief Leopold, »Haltet noch inne, meine werten Freunde, dazu müssen wir unseren Festpokal hier haben, der dann rundum gehen soll.« Er wollte aufstehen, aber die Mutter winkte ihm, sitzen zu bleiben. »Du findest ihn doch nicht«, sagte sie, »denn ich habe alles Silberzeug anders gepackt.« Sie ging schnell hinaus, um ihn selber zu suchen. »Was unsere Alte heute geschäftig und munter ist«, sagte der Kaufmann. »So dick und breit sie ist, so behende kann sie sich doch bewegen, obgleich sie schon 60 zählt. Ihr Gesicht sieht immer heiter und freudig aus und heute ist sie besonders glücklich, weil sie sich in der Schönheit ihrer Tochter wieder verjüngt.« Der Fremde gab ihm Beifall und die Mutter kam mit dem Pokal zurück.
Man schenkte ihm voll Weins und oben vom Tisch fing er an, herumzugehen, indem jeder die Gesundheit dessen ausbrachte, was ihm das Liebste und Erwünschteste war. Die Braut trank das Wohlsein ihres Gatten, dieser die Liebe seiner schönen Julie, und so tat jeder nach der Reihe. Die Mutter zögerte, als der Becher zu ihr kam. »Nur dreist«, sagte der Offizier etwas rau und voreilig, »wir wissen ja doch, dass Sie alle Männer für ungetreu und keinen einzigen der Liebe einer Frau würdig halten. Was ist Ihnen also das Liebste?« Die Mutter sah ihn an, indem sich über die Milde ihres Antlitzes plötzlich ein zürnender Ernst verbreitete. »Da mein Sohn«, sagte sie, »mich so genau kennt und so strenge meine Gemütsart tadelt, so sei es mir auch erlaubt, nicht auszusprechen, was ich jetzt eben dachte, und suche ja nur dasjenige, was er als meine Überzeugung kennen will, durch seine ungefälschte Liebe unwahr zu machen.« Sie gab den Becher, ohne zu trinken, weiter und die Gesellschaft war auf einige Zeit verstimmt. »Man erzählt sich«, sagte der Kaufmann leise, indem er sich zum Fremden neigte, »dass sie ihren Mann nicht geliebt habe, sondern einen anderen, der ihr aber ungetreu geworden ist. Damals soll sie das schönste Mädchen in der Stadt gewesen sein.« Als der Becher zu Ferdinand kam, betrachtete ihn dieser mit Erstaunen, denn es war derselbe, aus welchem ihm Albert ehemals das schöne Bildnis hervorgerufen hatte. Er schaute in das Gold hinein und in die Welle des Weins. Seine Hand zitterte. Es würde ihn nicht verwundert haben, wenn aus den leuchtenden Zaubergefäße jetzt wieder jene Gestalt hervorgeblüht wäre und mit ihr seine entschwundene Jugend. »Nein«, sagte er nach einiger Zeit halblaut, »es ist Wein, was hier glüht.« »Was soll es anders sein?« sagte der Kaufmann lachend. »Trinken Sie getrost.« Ein Zucken des Schrecks durchfuhr den Alten. Er sprach den Namen Franziska heftig aus und setzte den Pokal in die brünstigen Lippen. Die Mutter warf einen fragenden und verwundernen Blick hinüber. »Woher dieser schöne Becher?« sagte Ferdinand, der sich seiner Zerstreuung schämte. »Vor vielen Jahren schon«, antwortete Leopold. »Noch ehe ich geboren war, hat ihn mein Vater zugleich mit diesem Haus und allen Mobilien von einem alten, einsamen Hagestolz gekauft. Einem stillen Menschen, den die Nachbarschaft umher für einen Zauberer hielt.« Ferdinand mochte nicht sagen, dass er jenen gekannt hatte, denn sein Dasein war ihm zu sehr zum seltsamen Traum verwirrt, um auch nur aus der Ferne die übrigen in sein Gemüt schauen zu lassen. Nach aufgehobener Tafel war er mit der Mutter allein, weil die jungen Leute sich zurückgezogen hatten, um Anstalten zum Balle zu treffen. »Setzen Sie sich neben mich«, sagte die Mutter. »Wir wollen ausruhen, denn wir sind über die Jahre des Tanzens hinweg, und wenn nicht Unbescheidenheit ist zu fragen, so sagen Sie mir doch, ob Sie unseren Pokal schon sonst wo gesehen haben oder was es war, was Sie so innerlichst bewegte.« »Oh, gnädige Frau«, sagte der Alte. »Verzeihen Sie meiner törichten Heftigkeit und Rührung, aber seit ich in Ihrem Hause bin, ist es, als gehöre ich mir nicht mehr an. Denn in jedem Augenblick vergesse ich es, dass mein Haar grau ist, dass meine Geliebten gestorben sind. Ihre schöne Tochter, die heute den frohsten Tag ihres Lebens feiert, ist ein Mädchen, das ich in meiner Jugend kannte und anbetete. So ähnlich, dass ich es für ein Wunder halten muss. Nicht ähnlich, nein, der Ausdruck sagt zu wenig, sie ist es selbst. Auch hier im Hause bin ich viel gewesen und einmal mit diesem Pokal auf die seltsamste Weise bekannt geworden.« Er erzählte ihr hierauf sein Abenteuer. »An dem Abend dieses Tages«, so beschloss er, »sah ich draußen im Park meine Geliebte zum letzten Mal, indem sie über Land fuhr. Eine Rose entfiel ihr, diese habe ich aufbewahrt. Sie selbst ging mir verloren, denn sie ward mir ungetreu und bald darauf vermählt.« »Gott im Himmel«, rief die Alte und sprang heftigst bewegt auf. »Du bist doch nicht Ferdinand!« »So ist mein Name«, sagte jener. »Ich bin Franziska«, antwortete die Mutter. Sie wollten sich umarmen und fuhren schnell zurück. Beide betrachteten sich mit prüfenden Blicken. Beide suchten aus dem Ruin der Zeit jene Lineamente wieder zu entwickeln, die sie ehemals einander gekannt und geliebt hatten. Und wie in dunklen Gewitternächten unter dem Fluge schwarzer Wolken einzeln in flüchtigen Momenten die Sterne rätselhaft schimmern, um schnell wieder zu erlöschen. So schien es ihnen aus den Augen, von Stirn und Mund je zuweilen der wohlbekannte Zug vorüber zu blitzen. Und es war, als wenn ihre Jugend in der Ferne lächelnd weinte. Er bog sich nieder und küsste ihre Hand, indem zwei große Tränen herabstürzten. Dann umarmten sie sich herzlich.
Ist deine Frau gestorben? Fragte die Mutter. Ich war nie verheiratet, schluchzte Ferdinand. Himmel, sagte die Alte, die Hände ringend, so bin ich die Ungetreue gewesen. Doch nein, nicht ungetreu. Als ich vom Land zurückkam, wo ich 2 Monaten gewesen war, hörte ich von allen Menschen, auch von deinen Freunden, nicht bloß den meinigen, du seist längst abgereist und in deinem Vaterlande verheiratet. Man zeigte mir die glaubwürdigsten Briefe, man drang heftig in mich, man benutzte meine Trostlosigkeit, meinen Zorn. Und so geschah es, dass ich meine Hand dem verdienstvollen Manne gab. Mein Herz, meine Gedanken blieben dir immer gewidmet. Ich habe mich nie von hier entfernt, sagte Ferdinand. Aber nach einiger Zeit vernahm ich deine Vermählung. Man wollte uns trennen und es ist ihnen gelungen. Du bist glückliche Mutter. Ich lebe in der Vergangenheit und all deine Kinder will ich wie die meinigen lieben. Aber wie wunderbar, dass wir uns seitdem nie wiedergesehen haben. Ich ging wenig aus, sagte die Mutter, und mein Mann, der bald darauf einer Erbschaft wegen einen anderen Namen annahm, hatte auch jeden Verdacht dadurch entfernt, dass sie in derselben Stadt wohnen könnten. Ich vermied die Menschen, sagte Ferdinand, und lebte nur der Einsamkeit. Leopold ist beinahe der Einzige, der mich wieder anzog und unter Menschen führte. Oh, geliebte Freundin, es ist wie eine schauerliche Geistergeschichte, wie wir uns verloren und wiedergefunden haben. Die jungen Leute fanden die Alten in Tränen aufgelöst und in tiefster Bewegung. Keines sagte, was vorgefallen war. Das Geheimnis schien ihnen zu heilig. Aber seitdem war der Greis der Freund des Hauses. Und der Tod nur schied die beiden Wesen, die sich so sonderbar wiedergefunden hatten, um sie kurze Zeit nachher wieder zu vereinigen.